Da dreht es sich. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Da dreht es sich. Da ist die Katze. Nee, Tacoma. Hauskatze. Crewmitgliedshaustier. Die Hauskatze ist hier. Margaret Katzenwald heißt sie. Margaret Katzenwald. Die hat einen Vor- und Nach- und Zunamen. Ein Spieß? Ein Spieß. Zurücklegen. Aufgezeichnet von vor 2 Tagen. Das ist doch aber das hier. War hier jemand drin? Ach, das war dieses Energieding, ne? Wartet mal. Was hat hier geklappert? Oder ich übersehe es. Magazin. Abenteuerkreuzworträtsel. Waagerecht. Sie war mit Sängerin Annemarie Coco Chanel im Jahre 2080 verheiratet und wurde zu Bradenton Coco Chanel. Coco Chanel. Ach du Scheiße. Nein. Ich wollte das wieder hinlegen. So. Das hört ja nie auf. Das ist ja wie beim Friseur. Da liegen auch mal so eine komischen Zeitschriften. Das ist schrecklich. Das ist nie was für Männer. Benzil ist da. Ja, toll. Das interessiert mich total. Nicht mal eine ordentliche Autozeitschrift. Oder Computerzeitschrift. Gar nichts. Nicht mal ein Fokus. Fokus würde ich auch nicht lesen wollen, so unbedingt. Wir sind. Der ist schon wieder fertig und wir haben hier noch nicht mal beim Netzwerk geguckt. Unterauftragnehmer, es wurden Sonderzugriffsrechte auf physische KI. Prozessorbereich im Netzwerktechnologiemodul bewilligt. Denken Sie daran, dass das KI Kognitionsmedium hochempfindlich ist und den Spezifikationen ihrer Weiterführung und so weiter genehmigt werden muss. Mir fällt gerade was ein. Sorry, sorry, da hinten war ja noch eine Tür. Ich renne hier raus. Bevor ich jetzt hier reingehe, würde ich doch denn mal sagen, gehe ich zur Tür. Die Tür war hier. Hier war die Tür. Geh auf. Da sehe ich sie schon. Da haben wir 0809. Jetzt gehen wir aber ganz woanders hin, ne? Das ist der Ausgang. Soll ich jetzt hier schon hin? Ich hätte vielleicht erst bei Netzwerk reingucken müssen. Ich bin wieder massiv verunsichert. Ah, ich kann ja hier nicht laufen. Massiv. Mach die anderen beiden. Was aus denen jetzt wohl geworden ist? Denn hier stehen ja nur 3 drauf aktuell, die sich in Kryo-Schlaf befinden. Das muss aber nichts zu sagen haben. Da steht ja Brett. Wir gucken mal. Wir gehen gleich mal hier in die Wartung. Crew-Datensätze. Sorry für die laute Musik. Was zu lesen. Ich spule mal vor. Hier passiert nichts weiter, ne? Nicht, dass wir dann hier rausgekommen wären. Rauchfreie Zigaretten, na toll. Und Buch? Fetcher McNorvin, Irren ist außerirdisch. Der starb in der Zyklus-Epoche 2, Buch 2.
Patcher McMarvin hat's mal wieder geschafft. Falls jemand in den Genuss eines sterbenden Romans gekommen sind, dann bringen sie Irren ist außerirdisch ihnen genau das abwechslungsreiche Weltraumabenteuer, nachdem sie sich gesehnt haben. Na gut. Die Dose. Ach hier, das hat sie gelesen. Buffeln Sie mit KI-Perlen. Tausende KI-Spezialisten haben den cleveresten Weg zur beruflichen Förderung gefunden. KI-Perlen, gezielte Zusatzausbildung. Bleiben Sie dran. Wenn Sie Ihrer KI diese Fragen stellen, fragen Sie immer, warum Sie diese Antwort gewählt haben. Nur dann ist ein verlässliches Caprice-Ergebnis gewährleistet. Ein Crewmitglied hat erwähnt, dass sie geringwertiges Firmeneigentum gestohlen hat und es weiterverkauft, um ihr Einkommen aufzustocken. Sie kennen es schon recht lange und wissen, dass ihre Familie... Oh. Sie... Was tun sie? Aha, das ist so ein Fragebogen. Das hat sie sich angeschaut. Okay. Hier geht's hoch. Wettbewerbszugang hier. Personenquartiere. Was ist da oben? Achtung, KI-Konditionierung im Gange. Hey there, I'm Nat. Wir gucken gleich mal. Nachricht mit Odin. Sicher starten wir gleich hier. Ich bin ein KI-Ableger der Obsidian-Klasse in fortlaufendem Betrieb seit 108 Jahren und unabhängigen organischen Denkenschlussfolgerungsvollends fähig. Fahre fort mit der spezialisierten, detaillierten technischen Spezifikation. Okay, Kumpel, hör mal. Hahaha, wie steht's mit deiner Fähigkeitsbewertung aus in Sachen unabhängig? Achso, in Sachen Unabhängigkeit aus. 468, warum ist denn das hier so komisch, Farben? Alles klar, wir werden daran arbeiten, diese Zahl etwas anzuheben. Du und ich. An die gesamte Krumm. Willkommen, Tacoma Crew. Es waren ein paar stürmische Tage des An- und von Bordgehens. Und ich weiß, dass die meisten von uns sich noch an das Leben im Orbit gewöhnen. Aber ich wollte nur sagen, wie aufgeregt ich bin, mit euch allen zu arbeiten zu dürfen und natürlich auch mit Odin. Ein kleiner Hintergrund zu mir selbst. Ich komme aus einer Familie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Einer der ersten Jobs meiner Schwester in der Fabrik Tacoma, ist auf der Erde in Cascadia FN, war es, dabei zu helfen, Teile dieser Station zu bauen. Ja, das war so ein Vorstellungsdingen. Das ist jetzt... Ah, das ist interessant. Außerstationäre Nachricht mit Chloe, Doc. Sehr streng. Ich meine moderner Firmenschick. Was erwartest du? Und wie sieht... Ist dein neuer bester Freund? Wie heißt der nochmal? Odin heißt er. Und ich meine, bis jetzt ist er in Ordnung für eine KI. Ziemlich kalter Fisch, aber ich arbeite an ihm. Sie versuchen, einen für Tangiers zu kriegen. Weißt du, bei der Kipf dreht es sich nur noch darum. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Auch vor einem Jahr. Das ist schon ewig her. Pleased to meet you. Hello, I am Odin. I look forward to working together. Same here, mate. Da hat sie Odin kennengelernt. Die Musik ist lästig, aber die lässt sich leider nicht ausschalten. Die ist ja noch vermüdeter. Cave, Lunar Ressource Nid, Odin. Lunar Transferstation Tacoma, initiiert. Das sind wohl die verschiedenen KIs. Loki, Il Ridotto Orbital Casino, Heka. Paradiesbrunnenmedizin. Ach du Scheiße, da gab es ja sowas Vorfalltechnisches. Das betraf unsere Medizinerin. Schon wieder Markus, Johnny, Genie Markus.
Hier, sie ist Markus-Fan, frisch verheiratet. Gut, dann haben wir hier noch Mavu, Johannesburg, Xier, Hauptquartier, Juno in Italien, ach, das war's, Singapur. Venturis, ja, die künstlichen Intelligenzen, Pfand, Inselstand Kiribati und Leto, Dubai Finanzprognose. Odin. Odin ist der hier oben. Oder? Würde ich sagen. Das sind die einzelnen Linien entsprechend den Farben von denen. Guck mal, die gelbe zum Beispiel. Die gelbe gibt's gar nicht. Nee, ach Quatsch, was erzähle ich denn hier? Das sind die einzelnen Reaktionsbereitschaft, Folgebereitschaft, Effizienz, Abstraktion, Beständigkeit, Selbstständigkeit, Kreativität. Aha. Hier passiert nichts weiter. Jetzt gucken wir uns hier nochmal das Ding an. Eine Nachricht. Hey, Sari, das würde dich interessieren. Ich habe Odin gebeten, einige Daten in der Datenbank der Venturis-Techniker-Berichte zu suchen, basierend auf dem, was du gefragt hast. Und? Paradiesbrunnen, KI-Wartung. Automatische Standarddiagnosen des Urteilsvermösung hat die letzten 4 Wochen abnehmende Urteilswerte geliefert. Aha! Diese Woche besonders niedrige. Technisch sind diese Werte dem Testergebnis von 8.3. noch im akzeptablen Bereich, aber Mitarbeiter berichten von einer Persönlichkeitsverschiebung und scheinbarer Abwesenheit. Hatten wir da oben in letzter Zeit einen QI-Konditionierer? Könnten wir baldmöglichst einen KI-Prüfer? Hat das mit dem Venturis-Projekt was zu tun? Dingen zu tun, nicht Projekt. Heger hatte also ein Problem. Da war doch was. Oh, ich müsste das schließen. In diesem Monat hat Odin den Unternehmensrichtlinien entsprechend kleine, aber stetige Effizienzverbesserung erzielt. Ich selbst habe zusätzlich einige Zeit in die Erhöhung seiner Caprice-Bewertung hinsichtlich der Kreativität und Beständigkeit. Ach, die Buchstaben, Anfangsbuchstaben ergibt Caprice. Aha. Die, wie Sie wissen, feststellen werden laut meiner Prognose langfristig deutlich höhere Gesamtgewinne in der Produktivität verzeichnen werden. Was Sie ja bereits wüssten, wenn Sie den Bericht gelesen hätten, den ich vor 6 Monaten eingereicht und auf den ich immer noch keine Antwort erhalten habe. Toll. Und wissen Sie was? Tatsache ist, dass ich auf keinen meiner Berichte je eine Antwort bekommen habe. Ich weiß, dass mir das System automatische Strafpunkte erteilt, wenn ich nicht jeden Monat einen einreiche, aber wird auf diese Dinge jemals ein menschliches Auge geworfen? Das wollen wir doch mal sehen. Hey, Sie Scheißhaufen! Nebenbei ist Odin völlig durchgedreht und schlachtet die gesamte Crew ab. Die Station ist überrannt von Mutanten. Hilfe! Ja, frustrierend. Natalie Valentina Kruschenko, 2081 geboren. Das ist die Beurteilung und die nennt sich Caprice. Die Buchstaben entsprechen dann den Farben, würde ich sagen. Kreativität ist K. Das haben sie denn übersetzt. Na gut. In Deutsch, deswegen passt das jetzt nicht so ganz. Ja, wer bist du? Odin, is this it? That is the location I mentioned. Ah. You're there? You're gonna need a crowbar or something. No, it's open. It's just hanging open. What? I must inform you that Venturis regulations forbid contracting crew members direct access to AI hardware. But I cannot prevent you from proceeding. Matt, I'm going in. Okay, just be careful. Sicheres KI-Kommunikationscenter. Is this... Oh, what is all this?
communication records? I cannot prevent you from accessing exposed data in this restricted area. Mhm. Yes. Ja, he's recording. Vor 14 Stunden. It is with great sadness that I address you today, February 29th, 2088. Mere hours ago, six loyal men and women, the crew of Lunar Transfer Station Tacoma, lost their lives serving Venturis, and all of us who rely on the orbital economy. What? Tragically, due to human error on the part of the crew, Venturis rescue technicians were not made aware of the catastrophic oxygen loss until it was too late. Our heartfelt thoughts and prayers are with their families. If only tragedies like this were avoidable. But in truth, they are. As we know, each minute that human workers spend stationed, isolated in orbit is another opportunity for heroes, like the crew of Tacoma, to lose their lives. We at Venturis say no more. The partisan obstructionism that led to the failure of the Orbital Worker Safety Bill has claimed its last victim. Today, we hereby renew our solemn pledge to fight for the legalization of fully automated orbital facilities. We encourage, we humbly beg everyone listening to this message to contact their OSEP representative and voice their support in honor of the crew of Tacoma. There never need be another tragedy like this one. Ich hab recht gehabt. And now, a moment of silence in their memory. Okay, then we just cut it there, silent for a minute, and then what? Amazing Grace? No, I don't need another take. That was fine. Oh, da fehlen einem die Worte. Ich hab absolut recht gehabt. Das ist vorgeschoben, Daten einsehen. Außergalaktische neue höchstrangige Anweisung übermittelt. Diese setzen alle bisherigen Anweisungen außer Kraft. Explosiv aus allen Sauerstofftanks auf Tacoma Luft ablassen. Alle der Crew zugänglichen externen KI soll externen außer Stand setzen. Daten vortäuschen, die den Sauerstoff und die Kommunikationsausfall auf Meteoriteneinschläge zurückführen lassen. Dafür sorgen, dass die Crew so schnell wie möglich in Kryostase geht, gemäß SOP. KI soll nicht in irgendeiner Weise gegen die oben aufgeführten Anweisungen verstoßen, der Crew irgendwelche dem oben aufgeführten Szenario widersprechenden Informationen bereitstellen. Dies sind Befehle ab sofort. Gefährdet das nicht das Leben der Tacoma-Crew? Außer stationäre Nachricht? Nein, ein Rettungsfahrzeug wird zu ihrer Bergung entsandt, sobald sie in Kryostase sind. Fahren Sie entsprechend den oben aufgeführten Anweisungen ohne Ausnahme fort. Wir werden Ihr Handeln über eine gesicherte Kommunikationsverbindung direkt zur kognitiven Zentrale der Odin-Einheit überwachen. Das sind Schweinebacken. Venturis, die Gürtel-Legalisierungsstrategie vorbereitet, speziell fürs Werkshow von Turi von Venturis Firmenstrategie KI Juno. Nach dem Scheitern des von Venturis geförderten Gesetzentwurfs für die Orbitalarbeitssicherheit im OGWP-Kongress gibt es keine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass das menschliche Überwachungsabkommen aufgehoben wird. Ohne eine Aufhebung können Venturis-Gürteleinrichtungen nicht in Betrieb genommen werden. Zu diesem Zweck habe ich eine Reihe von theoretischen Weltereignissen simuliert und ihre Auswirkungen auf nachfolgende OGWP-Kongressabstimmung eingeschätzt. Simuliere Welt beinhalten einen jenen Absturz des Orbitalmarktes, einen ausgedehnten Streik durch Mitglieder der Orbitalarbeitergewerkschaft, die Ermordung der gegen die Mühe engagierten OKWP-Mitglieder und mehr. In der Simulation motivierte keines dieser eine endgültige Aufhebung des Mühe. Im Falle des dass die gesamte Besatzung einer großen Orbitalanlage aufgrund eines Unfalls nicht durch Fahrlässigkeit tragisch verloren ginge, berechne ich eine 94-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen innerhalb von 3 Monaten nach diesem Vorfall aufgehoben werden würde. Dies würde eine sofortige Inbetriebnahme der Venturis-Gürteleinrichtung ermöglichen. Danach ist eine Umkehrung des Venturis-Aktienrückganges zu erwarten, welche innerhalb eines Jahres nach der Inbetriebnahme des Venturis-Gürtels einen Rekordaktienkurs erbringen sollte. Danke, Juno. Gibt es eine Einrichtung, die du als idealen Kandidaten betrachten würdest, für den Fall, dass wir deiner Empfehlung nachkommen möchten?
Aufgrund des geringen öffentlichen Profils der Bordbesatzung und der prognostizierten finanziellen Auswirkungen im Fall des Verlustes ist die beste Option in der Venturis-Flotte derzeit die Lunartransferstation Tacoma. Ich würde empfehlen, alle Besatzungsmitglieder an Bord für eine fortlaufende Entsendung auf Tacoma zu erneuern, um Zeit für die logistische Organisation dieser Operation einzuräumen. Danke, Juno. Ich melde mich wieder. Ah, das kann nicht wahr sein.